willkommen bei der Algebra 2, vorletzte Stunde, also vorletzte Woche dieses Semesters. Wir werden noch ein bisschen was über algebraische Potenzreihen machen und dann noch ein bisschen Galois-Theorie, um zu zeigen, wie das in der Anwendung funktioniert. Prüfung ist, wie gesagt, schriftliche am 4. März und pro Seminar haben wir heute noch eine Gruppe. Jetzt noch eine Ankündigung für das nächste Semester. Im Sommersemester biete ich eine Einführung in die algebraische Geometrie an. Dies ist eine Vorlesung, die sowohl für Bachelor- als auch für Masterstudenten zugänglich ist. Deswegen wird sie, weil sie im Masterstudium ist, wird sie auf Englisch gehalten werden. Sie wird aber nicht sehr schwer sein. Das heißt, für Bachelorstudenten sollte das gut verständlich sein, vor allem wenn ihr die Algebra 1 und Algebra 2 gehört habt, dann seid ihr schon sehr gut vorbereitet. Das ist eine dreistündige Vorlesung mit einem einstündigen Proseminar und kann für euch als Wahlfach gewählt werden im Bachelorstudium und ist natürlich auch eine Vorbereitung, falls jemand einmal in diese Richtung kommutative Algebra, höhere Algebra, algebraische Geometrie, eine Masterarbeit zu schreiben gedenkt, beziehungsweise eine Bachelorarbeit noch vorher. Okay. Im Vorlesungsverzeichnis ist das leider noch nicht ganz richtig angekündigt. Ich schicke euch dann noch einmal den Link. Da haben sich bei den Zeiten ein paar Fehler eingeschlichen. Das muss noch korrigiert werden und es wird auch noch das genaue Inhaltsprogramm angegeben. Okay. Gut. Das wäre die Werbeeinschaltung und nun gehen wir über zu unserem Stoff. Ich möchte ein bisschen erinnern, wo wir stehen. Wir haben also algebraische Potenzreihen, das Ziel ist es hier, wie schon öfters gesagt, Techniken der Algebra zu verwenden, um fast analytische Aussagen zu beweisen. Und ich erinnere noch einmal, was die Situation ist. Mir fällt da immer die halbe Tastatur herunter, darum ist das ein bisschen mühsam. Also K, sein Körper, und zur Sicherheit nehmen wir an, dass die Charakteristik von K gleich 0 ist. Wenn das positive Charakteristik hat, dann können da manchmal Probleme auftauchen. Und x sei eine Variable und mit k runde Klammern x bezeichnen wir den Quotientenkörper des Polynomrings über k und das ist der Körper der rationalen Funktionen ax durch bx. Okay. A, B in Kx. Naja, wir betrachten darüber einen Polynomring, eine formale Potenzreihe H von x in Kx. Heißt algebraisch, ich gebe jetzt eine leicht modifizierte Definition, ihr könnt sehr schnell verifizieren, dass sie äquivalent ist zu der Definition, die wir schon gegeben haben. Wir nehmen kx adjungiert h von x, wir nehmen also alle Polynome in h mit Koeffizienten, in diesem Funktionenkörper ist endlich dimensionaler Kx-Vektorraum. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Potenzen von H irgendwann linear abhängig werden. H, K von X. K in N, Kx linear abhängig.
dann sieht man sofort, jetzt geht wieder mein Stift, ich sehe dann P in Kx, Y, P ungleich 0 mit B von x, H von x identisch 0. Bitte schreit, wenn man das schlecht lesen könnte, kann, weil das der Stift schon ein bisschen trocken ist. Ja, und etalalgebraisch H heißt etalalgebraisch. Wenn dieses Minimalpolynom existiert, ein P, ja, hier nehme ich immer noch an, H von 0 gleich 0. Sonst wird das ein bisschen notationell komplizierter. Es existiert eben P in Kx, Y, P natürlich wieder ungleich 0, P von x, H von x identisch 0. Und das ist jetzt die wesentliche Bedingung, jetzt probiere ich es mit dem anderen Stift, der besser geht. Und in P ist ein Polynom von x und y, wenn wir da auch y ableiten, ja, und in 0, 0 auswerten, das ist also gerade der Koeffizient von y, vom Monom y, und das soll ungleich 0 sein. Ich schreibe es nochmal hin. Also taucht das Monom y in P auf, mit konstanten Koeffizienten, mit Koeffizienten in K-Stern. Das ist die Bedingung. Ja, und da braucht man, muss man nichts über Ableitungen wissen, da liest man einfach, schaut man einfach die Darstellung von P als Summe von Monomen an und schaut sich den Koeffizienten von Y an, ob der auftaucht. Okay? Das war etalalgebraisch. Und wie schon erwähnt, impliziert etalalgebraisch, dass H eine Lösung eines Problems über implizite Funktionen ist. Damit ist... So, jetzt gibt er auch schon auf. Gehe ich weiter. Moment, ich muss mir da neue Stifte holen. Ich nehme an, dass diese Stifte nicht sehr gesund sind, was da drinnen ist, aber es geht nicht anders. Damit ist Satz über implizite Funktionen auf H anwendbar. Wir haben nur den formalen Satz über implizite Funktionen gemacht, aber es gibt nur ja auch den konvergenten oder für differenzierbare Funktionen und dann... Das ist ein Resultat natürlich der Analysis und das kann man auch hier anwenden. Gut, und schon gesehen haben wir den folgenden Satz. Jedes H in Kx, wir haben das, den Ring der algebraischen Potenzien haben wir mit K-Spitzeklammern x bezeichnet. Jedes H in Kx, algebraisch, ich schreibe es nochmal dazu, besitzt Zerlegung h von x gleich k von x plus x hoch e mal a von x mit k Polynom vom Grad kleiner gleich e und a von x etal algebraisch und ich schreibe noch hin a von 0 gleich 0 ohne konstanten Term. Jetzt ist natürlich klar, wenn wir zum Beispiel über den reellen Zahlen oder über den komplexen Zahlen arbeiten und uns das Konvergenzverhalten von so einem H anschauen,
ja, oder irgendwelche anderen analytischen Eigenschaften, dann ist dieses Polynom K, das hier auftaucht, irrelevant oder einfach zu handhaben, weil über Polynome wissen wir fast alles. Und die Konvergenz spiegelt sich dann nur noch in dem A wieder. Ja? H ist konvergent genau dann, wenn A konvergent ist, klarerweise. Ja? Und auf A können wir aber den Satz über implizite Funktionen anwenden und wissen dann, dass A konvergent ist. Okay? Das sind so typische Anwendungsweisen. Ja? Die Asymptotik, wenn wir jetzt die Koeffizienten von diesem H hernehmen, die Asymptotik der Koeffizientenfolge ist nur im A begründet, weil das K nur endlich viele Koeffizienten umfasst. Okay? Das ist also so ein Struktursatz für algebraische Potenzreihen. Das haben wir auch noch bewiesen. Der Beweis war ein bisschen rechnerisch. Und ich gebe da vielleicht ein Beispiel an, das auch schon in der Vorlesung vorgekommen ist, im Proseminar. Wir nehmen h von x gleich x mal die Wurzel aus 1 plus 4x. Ich habe jetzt das mit x multipliziert und das ist x Summe k gleich 0 bis unendlich. 1/2 haben wir schon einmal gehabt. 2 hoch 2k, das kommt vom 4er her, x hoch k. Und im Proseminar sollte ich zeigen, dass das schon eine ganzzahlige Potenzreihe ist. Ja, das x hier stört nichts. Ich habe das x nur daran multipliziert, um h von 0 gleich 0 zu haben. Okay. Gut, und jetzt kommen wir zum Satz von Eisenstein. Wir nehmen h jetzt über den rationalen Zahlen, h in Qx algebraisch mit rationalen Koeffizienten, ich mache zwei Formulierungen, dann tauchen in den Nennern der Koeffizienten nur endlich viele Primfaktoren auf. Genauer, es existiert ein L aus N ungleich 0 mit h, wenn wir x mit l multiplizieren, dann ist das schon in z x. Wenn ich betonen will, dass es ganzzahlig ist, dann schreibe ich einfach formale Potenz rein und nicht algebraische, weil die Betonung hier ist eben auf dem z, ganzzahlig. Und das hat natürlich kombinatorische Anwendungen. Ja, das sagt zum Beispiel hier, dass dieser Bruch, den habt ihr euch ja im Proseminar angeschaut, dass der ganzzahlig ist in Wirklichkeit. Und wenn man das kombinatorisch beweisen will, dann sagt man, also hier ist es noch relativ einfach, aber das ist nicht ganz klar. Ja? Und durch diesen gehörigen Gesichtspunkt, das als Potenzreihe aufzufassen, da beweist man das, führt man das zurück auf den Satz über implizite Funktionen, wie wir es jetzt gleich im Beweis machen werden. Okay, gibt es da Fragen dazu? Soweit alles klar? Ja, ich lasse das noch einmal stehen hier. Ich wiederhole noch einmal, weil mir das doch wichtig ist, man könnte für jeden dieser Ausdrücke, die hier stehen, natürlich versuchen, direkt zu beweisen, dass das ganz zahlig ist.
Aber die Rückführung auf die erzeugende Funktion dieser Koeffizientendarstellung als eine algebraische Potenzreihe und dann die Anwendung dieses Satzes ist natürlich viel eleganter und ist Mathematik von einem höheren Gesichtspunkt aus betrachtet. Entschuldigung. Es wird darin ziemlich geheizt. Und jetzt leider sehr trockene Luft, da muss ich immer wieder mich räuspern. Also das war Eisenstein 1852, wie schon öfters erwähnt. Und der Beweis sollte man auch Heine erwähnen, plus Heine. Gut. Beweis. Naja, wenn wir das H hier so zerlegen in ein Polynom plus Monom mal etalalgebraisch, ja, für Polynome ist das klar, dass der Satz von Eisenstein stimmt, weil bei einem Polynom nur endlich viele Koeffizienten auftauchen können. Also, Satz ist klar für Polynome, klein kx in groß kx. Ja, wir multiplizieren einfach beispielsweise mit dem KGV der Nenner L unser x und dann haben wir das schon da stehen. Dann wird es ganz klar. Ja, das sind wir in Q. Das ist hier ein Q, sorry. Ich muss da oft drüber schreiben, weil das Löschen so kompliziert ist auf dieser Tafel. Also, wenn das klar ist für Polynome, dann können wir mal dieses Polynom hier von h weglassen. Das x hoch e, das stört uns auch nicht. Also können wir obdA, also obdA, h etalalgebraisch. Mit Minimalpolynom P von XY. Naja, das Minimalpolynom kann ich natürlich immer mit irgendeiner rationalen oder ganzzahligen Zahl multiplizieren. Ich brauche es nicht unbedingt normiert. Also können wir annehmen, dass das schon in Z XY ist. OBDA ganzzahlig. Und das dy P00 ist ungleich 0. Einverstanden? Jetzt schreiben wir das mal ein bisschen hin. Also, PXY, ja, da hat er mal einen linearen Term Y, aber der kann einen Koeffizienten Alpha haben, plus, ja, dann steht da vielleicht etwas, was nur von x abhängt, plus etwas von q und xy, wo das hier Ordnung größer gleich 2 in y hat. Das ist diese Aussage hier. Wenn wir ableiten nach y, dann fällt das hier weg. Hier geht die Ordnung in y um 1 runter. Wenn wir 0 einsetzen, fällt das weg und es bleibt nur das Alpha übrig. Ja. Also hier mit Alpha gleich dyp 00 in z. Jetzt müssen wir wollen wir das Alpha noch zu 1 machen und dazu multiplizieren wir und da passt mal jetzt etwas nicht. Ah. Ja, zudem, wir können annehmen, dass in diesem P kein konstanter Term auftaucht. OBDA, das ist also x-mal OBDA-Beweis, OBDA P von 0, 0 gleich 0
also P ohne konstanten Term. Ja, wieso? Ja, weil das H von 0 0 ist. Da H von 0 0 ist, und dann brauchen wir im Minimalpolynom keinen konstanten Term. Okay. Da müsst ihr euch vielleicht ein bisschen was überlegen. Okay? Gut. Also, können wir jetzt das Folgende machen. Ich möchte das Alpha zu 1 machen. Und dazu ersetzen wir jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ersetze x durch lx und y durch my geeignet. Und was hier geeignet heißt, sei euch selbst vorbehalten. Wenn wir die ersetzen, dann kommt hier mal Alpha mal MY, aber hier bekommen wir ein M Quadrat Y, weil das Ordnung 2 hat, und außerdem wird hier auch noch mit L multipliziert, das X. Die Behauptung ist, wenn wir das geeignet machen, sodass Alpha L, das ist jetzt das neue hier, der neue lineare konstante Koeffizient, sodass Alpha L alle Koeffizienten von P, Entschuldigung, das ist nicht Alpha M, sondern Alpha L, sondern Alpha M. Entschuldigung. Wir setzen das Y durch M mal Y, also sodass Alpha mal M alle Koeffizienten von P, L, X, M, Y teilt. Könnt probieren, das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wenn das der Fall ist, dann können wir natürlich dieses P, L, X, M, Y durch Alpha mal M dividieren, nach Division durch Alpha M bleibt das ganzzahlig, bleibt ja, ich schreibe es hin, 1 durch Alpha M P von LX MY ganzzahlig. Und jetzt ist der Koeffizient von y1 mit Koeffizient gleich 1 bei y. Einverstanden? Seht ihr das? Also OBDA ist Alpha gleich 1. Dass dieser Koeffizient gleich 1 ist, das haben wir auch im Satz über implizite Funktionen angenommen, genauer gesagt im Satz über inverse Funktionen für den Beweis. Also, OBDA, nachdem wir y und x ersetzt haben, können wir OBDA annehmen, dass p von xy gleich ist y plus rx plus qxy. Ja. Wesentlich ist jetzt hier Koeffizient 1. Und das Ganze
ist in ZXY. Und jetzt sind wir fertig. Wir sind deswegen fertig, weil wir jetzt den Newton anwerfen können. Newton-Verfahren. Wir haben das Newton-Verfahren nur im Satz über inverse Funktionen gemacht. Wir haben gezeigt, dass der Satz über inverse Funktionen äquivalent ist zum Satz über implizite Funktionen. Man muss sich das nur übersetzen und dann hat man auch ein Newton-Verfahren für den Satz, für die Lösung, für die implizite Lösung. Für implizite Lösung H von P xy gleich 0 bei 0 liefert. Ja, das Newton-Verfahren, das war recht einfach, das war einfach eine iterierte Substitution, um die Potenzreihenentwicklung von H auszurechnen. Ja, schaut euch das nochmal an, wie wir die Inverse im Satz über inverse Funktionen konstruiert haben. Und wenn wir immer nur substituieren, dann bleibt das ganz zahlig. Liefert, da bloß Substitutionen auftauchen, Optionen auftauchen, eine ganzzahlige Potenzreihe H in Zx. Ja. Verachtung, wir haben mindestens einmal das x durch lx ersetzen müssen, damit wir hier Koeffizienten 1 haben. Sonst würden wir hier Nenner bekommen. Okay? Das ist der Beweis des Satzes von Eisenstein. Ihr könnt euch da die Literatur mal durchforsten. Zum Beispiel könnt ihr versuchen, den Beweis von Heine anzuschauen oder andere Beweise. Das ist meistens sehr aufwendig und das ist meines Erachtens bei weitem der eleganteste Beweis. Gut, gibt es da Fragen dazu? Alles klar soweit? Dann machen wir gleich ein paar Folgerungen. Wenn wir die Exponentialfunktion nehmen, x von x log 1 plus x oder den Sinus von x und ähnliche Potenzreihen, das sind alles Potenzreihen mit rationalen Koeffizienten in Qx, sind transzendent. Wieso können sie nicht algebraisch sind? Also nicht algebraisch. Das sieht man sofort in der Exponentialfunktion. Tauchen unendlich viele Primzahlen in den Nennern auf. Nenner der Koeffizienten. Beinhalten. Oder verwenden unendlich viele Primzahlen. Okay. Das ist jetzt sehr schnell. Ja, wenn man sonst die Transzendenz von X beweisen will, muss man sich schon mehr anstrengen. Aber hier bekommen wir das gratis. Gut, jetzt möchte ich noch zwei Beispiele machen. Das greift natürlich jetzt nicht umgekehrt. Deswegen, weil eine Potenzreihe ganzzahlig ist, muss sie noch nicht algebraisch sein. Ein schönes Beispiel ist das folgende. Wir nehmen h von x gleich Summe x hoch 2 hoch k, k gleich 0 bis unendlich. Das beginnt also mit x plus x Quadrat, x hoch 4 plus x hoch 8 und so weiter. Und wir sehen, dass die Exponenten multiplizieren sich immer mit 2, das heißt,
die Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Monomen gibt es viele, die ausgelassen werden. Das nennt man eine Lückenreihe. Und die ist auch transzendent. Das kann man jetzt nicht sofort sehen. Ja, da muss man sich ein bisschen anstrengen. Da braucht man aber, dass die Charakteristik von K ungleich 2 ist. In Charakteristik 2 ist das algebraisch. Ja, kann ich jetzt nicht mehr hinschreiben. Ich muss sowas löschen. Das ist überhaupt hier ein sehr interessantes Thema, das ich natürlich jetzt in der Vorlesung nicht wirklich behandeln kann. Wenn man die Algebraizität von potenzreinen Charakteristik P betrachtet, dann passieren ganz merkwürdige neue Phänomene. Und das Überraschende ist, dass in Charakteristik P die Theorie der algebraischen Potenzreihen fast einfacher ist als in Charakteristik 0. Jetzt hier kann man das vergleichen, dieses Beispiel, vergleiche mit Alpha. Wir nehmen folgende Dezimalzahl, wir nehmen vielleicht 1,01001000100001 und so weiter. Ja, hier haben wir eine ähnliche Entwicklung, dass wir zwischen den Einsen immer größere Abstände haben. Und das ist in R und nicht in Q. Das ist auch eine transzendente Zahl. Nicht algebraisch über Q. Nicht algebraisch über Q. Ja. Auch ein gewisser Aufwand, das zu beweisen. Und ein weiteres Beispiel, das ist nicht so spannend, das ist ähnlich wie dem, was wir vorher gehabt haben. Wir nehmen h von x gleich 3. Wurzel aus 1 plus x, das ist wieder eine Potenzreihe in x und hier kann man leicht zeigen, dass die, ja, dass man einmal nur Nenner hat, die Potenzen von 3 involvieren. Wir betrachten jetzt diese Konstruktion mit etal-algebraischen Potenzreihen, wir nehmen das 1/3 h von 9x minus 1, das wäre also dann 1/3 dritte Wurzel aus 1 plus 9x minus 1, so will ich das schreiben, wir schreiben da minus 1/3, damit kürzt sich der konstante Term mit g von 0 gleich 0 und Minimalpolynom Pxy, was kriegt man hier? Das schaut folgendermaßen aus, y plus 3y Quadrat plus 3y hoch 3 minus x und hier ist das y mit Koeffizient 1, ja, also dy p 0, 0 gleich 1, das ist die ideale Situation. Also nach dem Beweis ist g schon in z x. Und daraus sieht man sofort, dass z, das h,
in z über 1 Drittel x ist. Okay? Wie schaut es mit der Zeit aus? Ah ja, eine kleine Bemerkung noch. Ich schreibe jetzt so eine Potenzreihe, eine algebraische Potenzreihe in seiner Entwicklung. Ich schreibe h von x in, machen wir es wieder, in Taylor-Entwicklung. H von x gleich Summe ck x hoch k, k gleich 0 bis unendlich. Und wir halten eine Folge ck k in n in unserem Grundkörper k. Und eine ganz natürliche und fast unvermeidbare Frage ist, kann man die Algebraizität von H durch irgendwelche Gesetzmäßigkeiten der CK charakterisieren? Ja. Frage. Lässt sich die Algebraizität von H durch Eigenschaften der Folge CK K in N charakterisieren? Naja, algebraisch zu sein ist ja eine strenge Bedingung, zum Beispiel bei diesen Wurzeln. Ja. Und das muss irgendeine Auswirkung auf die Koeffizientenfolge haben. Die kann nicht beliebig sein, die muss sehr strukturiert sein. Ja, und diese Frage ist unbeantwortet, das ist noch offen. Unbekannt in Charakteristik 0. Wenn der Grundkörper Charakteristik 0 hat, weiß man das nicht zu charakterisieren. In Charakteristik P gibt es eine Charakterisierung. In Charakteristik K gleich P. Gibt es dies? Gibt es eine, kann man das noch lesen hoffentlich? Gibt es eine Charakterisierung eine ich schreibe es da doch noch hin, das ist ein bisschen Charakterisierung, die in eine ganz andere zahlentheoretische Richtung geht, durch etwas, ihr könnt es einmal googeln, das nennt sich Automata. Automata sind Maschinen, die Folgen von Zahlen produzieren. Und man zeigt relativ aufwendig, dass in Charakteristik P die Koeffizienten einer Potenzreihe, sofern sie algebraisch ist, durch Automata produziert werden können. Das ist eine Art Turing-Maschine. Gut. Jetzt würde ich gern alles löschen. Oder vielleicht machen wir jetzt die Pause, weil ich ein bisschen einen neuen Abschnitt beginne. Machen wir 5 Minuten Pause und dann machen wir wieder fort weiter. Entschuldigung. Ja. Die letzte Zeile wiederholen, die ist auf der Kamera abgeschnitten. Ah, tut mir leid, ja, das ist immer das Problem. Also in Charakteristik k gleich p gibt es eine Charakterisierung der Koeffizientenfolge durch Automata. Danke sehr. Automata schreibt man wie Auto mit, ja, wie Automat eben. Okay? Gut, dann machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.
So, wir wären wieder da und machen jetzt ein Pendant zu den algebraischen Potenzreihen. Also die algebraischen Potenzreihen sehen wir als Lösungen von polynomialen Gleichungen, deren Koeffizienten Polynome in x sind. Ja. Und wir lassen hier nur Potenzreihenlösungen zu. Und das ist also ein hochgradig nichtlineares Problem, ja, weil dieses P irgendein Polynom ist. Jetzt machen wir etwas rein Lineares und das geht wie folgt: Definition. Und ich glaube, ich ändere meinen Buchstaben. Ja, ich nenne jetzt das H, nenne ich jetzt y und x. Eine formale Potenzreihe heißt differenziell endlich, und das ist ein bisschen länglich, da sagt man auch einfach dazu d-endlich oder je nachdem aus welcher Ecke man kommt, Holonom. Holonom. Wenn gilt, wenn eine der folgenden äquivalenten Bedingungen erfüllt ist. Und zwar, ich erinnere daran, heute zu Beginn der Vorlesung haben wir die Algebraizität dadurch definiert, dass wenn wir zum Körper der rationalen Funktionen unser H adjungieren, das heißt, wenn wir Potenzen von H nehmen und dazu nehmen, dann erhalten wir einen endlich dimensionalen Vektorraum über K runde Klammern von x. Jetzt machen wir das ein bisschen anders. Jetzt nehmen wir die Ableitungen von y. Also erstens. Und weil das ein Vektorraum ist, schreibe ich das jetzt von vornherein so: kx, y, y' und so weiter. Alle Ableitungen von y, die sind rein algebraisch definiert, bilden endlich dimensionalen kx-Vektorraum. Das ist jetzt eine lineare Bedingung, weil Ableiten linear ist, während wir zuerst Potenzen genommen haben. Zweitens, zweite Bedingung, ich glaube, ich kürze das. Na, schreiben wir es hin. Existieren an bis a0 b in kx. Nicht alle 0, mit yx Lösung von, wir nehmen die folgende Differentialgleichung, anyn mal abgeleitet plus an minus 1 yn minus 1 plus und so weiter, plus a1 y' plus a0 gleich b. Die Koeffizienten hängen von x ab. Ja, wir könnten hier entweder nehmen wir das so oder wir können auch hier kx nehmen, das ist egal. Und drittens das gleiche mit b gleich 0. Existieren an bis a0 in kx oder k rund x mit yx Lösung von. Das ist eine lineare gewöhnliche Differentialgleichung. An yn plus an minus 1 yn minus 1 plus a1 y' plus a0 gleich b. Entschuldigung, Ja. bei A0 ist Y nicht mehr dabei. Das ist sehr gute Bemerkung. Da haben wir y dabei. Danke.
y ist die nullte Ableitung von sich selbst. Ja? Richtig, habe ich übersehen. Sonst wäre das b überflüssig gewesen. Danke. Also, Bemerkung. Y x erfüllt also eine lineare, gewöhnliche Differentialgleichung mit polynomialen Koeffizienten. Jetzt in eurer Grundvorlesung über Differentialgleichungen habt ihr wahrscheinlich sehr selten variable Koeffizienten betrachtet. Ihr habt einmal zuerst den Fall kennengelernt, wo die Koeffizienten Konstante in reellen Zahlen sind. Hier ist es ein bisschen subtiler, weil wir eben variable Koeffizienten nehmen. Okay. Dass die drei Bedingungen äquivalent sind, ist reine lineare Algebra. Das 1 impliziert 2 und 3, das ist klar. Weil wenn das einen endlich dimensionalen Vektorraum bildet, die Ableitungen, dann kann man eben so eine Linearkombination finden, die 0 ist. Okay. 2 impliziert 3 ist auch nicht schwer. Da hatten wir eine inhomogene Gleichung. Aber wenn wir die jetzt noch, das b ist ein Polynom, wenn wir die jetzt noch genügend ableiten, wird das b zu 0 und wir halten eine Differentialgleichung, die homogen ist, die auch von yx erfüllt wird. Ja. Leite Gleichung in 2 so oft ab, bis b zu 0 wird. Und 3 folgt 1, ist auch einfach. Naja, 3 folgt 1, wir können mal annehmen, dass es an ungleich 0. Sonst hätten wir es ja nicht geschrieben. Ja, wenn das an ungleich 0 ist, dann ist es invertierbar im Polynomring, also es gehört dann da dazu. Und daraus folgt das y, die nte Ableitung. Naja, die nte Ableitung können wir, nachdem wir durch an durchdividiert haben, als Linearkonvention der kleineren schreiben. In kx y' bis yn-1. Okay? Ist das klar, was hier gemeint ist? Das sind die differenziell endlichen Potenzreihen. Ich sollte hier einen Namen erwähnen. Das wurde von Stanley das erste Mal wirklich publik gemacht. Das war 1980. Richard Stanley, ein ganz berühmter Kombinatoriker eigentlich. Aber man stellt heraus, es stellt sich heraus, dass dieses Konzept implizit schon viel länger vorhanden war, insbesondere schon im 19. Jahrhundert. Kommen wir gleich noch dazu. So, jetzt haben wir natürlich, wenn yx so eine Potenzreihe ist, dann können wir auch etwas anderes machen. Wir können die Koeffizientenfolge betrachten. Und eine Folge ck k in n in K heißt polynomialrekursiv. Und jetzt kommen wir ein bisschen in die Kombinatorik und da schreibt man auch einfach dafür P-rekursiv oder holonom wie vorher. Eine Folge heißt P-rekursiv, wenn sie eine lineare Rekursion erfüllt, wenn Polynome
wie will ich die nennen? Ich muss ein bisschen aufpassen mit meiner Notation. Q0 bis Qd. Achtung, das sind jetzt Polynome in einer neuen Variablen t. Kt existieren. Mit, ich muss da ein bisschen aufpassen, das Qd, wir setzen jetzt für t unseren Index k ein und nehmen ck plus d plus qd minus 1 von k ck plus d minus 1 plus und so weiter bis q0 von k ck gleich 0. Das heißt, die Bemerkung wieder, ein bisschen viel zum Schreiben. Ich hoffe, ihr kommt mit. Wenn es zu schnell geht, bitte schreit. Ja. Ich sage es in Worten zuerst. Die Folge ck erfüllt eine lineare Rekursion. Ck kein n erfüllt also eine lineare Rekursion der Ordnung d. Ich nehme an, dass ihr über Rekursionen in eurer Kombinatorik-Vorlesung ein bisschen was gehört habt. Der Ordnung d mit, naja, die Koeffizienten jetzt hier, die hängen von k ab. Und drum sind das, die hängen polynomial von k ab. Drum sagt man mit polynomialen Koeffizienten. Jetzt wollt ihr vielleicht ein Beispiel sehen. Das sind also zwei Definitionen, die sehr wohl etwas miteinander zu tun haben, das werden wir gleich bemerken, aber vorher vielleicht Beispiele. Das ist ein ganz interessantes Konzept, diese P-Rekursivität bzw. die D-Endlichkeit. Wir nehmen z von x gleich den Logarithmus von 1 plus x Quadrat mit Differentialgleichung z' mal 1 plus x Quadrat minus 2x gleich 0. Also ist zx d endlich. Klarerweise ist das eine Potenzreihe, aber, und das beweise ich jetzt nicht, y von x, wenn wir die Wurzel draus nehmen, die Wurzel aus zx, das ist wieder eine Potenzreihe, weil Wurzeln aus Potenzreihen mit konstanten Termen wieder Potenzreihen sind, ist nicht d-endlich. Das heißt, es ist nicht abgeschlossen bezüglich Wurzelbildung. Das ist ein erstes Beispiel für die d-Endlichkeit. Ja, das sind also jetzt Lösungen von Differentialgleichungen. Ja, wir betrachten die aber von einem algebraischen Standpunkt. Und das zweite Beispiel, ja, was hier auch klar ist, dass dieser Logarithmus von 1 plus x Quadrat ist natürlich transzendent. Das kann nicht algebraisch sein. Transzendent. Weil der Logarithmus drinnen steht. Dann ein beliebtes Beispiel ist auch k faktorielle x hoch k, k von 0 bis unendlich. Das ist, das divergiert. Also ist nur eine formale Potenzreihe, aber keine konvergente. Und wenn es divergiert, kann es nicht algebraisch sein. Transzendent. Aber wenn wir die Koeffizientenfolge betrachten, na, das ck ist k faktorielle und das ist gerade k mal ck minus 1. Ck gleich k mal
ck minus 1. Das kann man gerade noch lesen, aber ich habe keinen Platz mehr, das hinzuschreiben. Ich darf das hier einfügen. Beispiel 2. Das ist eine ganz einfache Rekursion. Ja, und ihr seht, dass der Koeffizient hier, der ist eben nicht eine Konstante, sondern der hängt vom Index k ab. Also ist das ck p-rekursiv. Ck k in n ist p-rekursiv. Okay. Jetzt, wie sagen wir denn mit der Zeit aus? Ah, wir haben noch eine halbe Stunde. Heute geht es irgendwie sehr lange. Jetzt werden wir, was machen wir jetzt? Mal nach dem Tafel löschen. Erstens werden wir zumindest skizzieren, dass wenn wir eine d-endliche Potenzreihe haben, dann ist die Koeffizientenfolge ck p-rekursiv. Und umgekehrt, wenn wir eine p-rekursive Koeffizientenfolge haben, dann ist die zugehörige Potenzreihe, die ja gerade die erzeugende Funktion dieser Folge ist, d-endlich. Das heißt, diese beiden Definitionen sind zueinander äquivalent. Ja? Man muss nur zur Koeffizientenfolge übergehen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir hier jetzt schon gesehen haben, ist, dass Algebraizität und d-endlich irgendwie verschiedene Schuhe sind. Ja? Wie gerade vorher erwähnt, die Algebraizität ist eine nichtlineare Bedingung an die Funktion, während die d-Endlichkeit oder die Holonomie eine lineare Bedingung ist, weil wir hier eine lineare Differentialgleichung für y haben. Das sind also zwei ganz verschiedene Welten und wir haben hier Beispiele, die d-endlich sind, aber nicht algebraisch. Ja? Die Wurzel ist aus einem d-endlichen, ist nicht einmal mehr d-endlich. Ja? Und hier unten haben wir auch ein Beispiel, im Beispiel 2, einer nicht algebraischen Funktion, einer transzendenten Funktion, die aber d-endlich ist. Okay. Also werden wir uns fragen, gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Konzepten? Und wir werden beweisen, es gibt einen Zusammenhang. Und das ist ein ganz altes Resultat, das ist jetzt schon 200 Jahre alt, wobei der Begriff d-endlich noch gar nicht bekannt war. Und um dieses Resultat zu beweisen, werden wir zwei Beweise machen. Und der eine Beweis verwendet Galois-Theorie. Er verwendet Galois-Theorie, Körpererweiterungen, Zerfällungskörper. Er verwendet Derivationen, das ist ein Konzept, das wir noch nicht kennen, aber das auch rein algebraisch definiert werden kann. Und das zeigt dann, wie die Galois-Theorie auch bei Differentialgleichungen relevant ist und mithilft, Sätze zu beweisen. Gut. Jetzt kann ich, glaube ich, alles löschen. Hoppla, jetzt habe ich mich selber angesprüht. Okay, man kann dann noch ein bisschen sauber machen in meinem Saustall. Wo ist mein guter Stift? Das war, glaube ich, mein guter Stift. Also, Satz. Und das ist. Also, aufgeschrieben wurde es von Stanley 1980.
Ich nehme an, das war schon vorher bekannt. Yx gleich Summe ckx hoch k in kx, k gleich 0 bis unendlich, Charakteristik von k gleich 0. Achtung, hier müssen wir wirklich jetzt ein bisschen aufpassen mit der Charakteristik, weil das Ableiten in Charakteristik p sich ganz anders verhält. Dann gilt y von x ist d endlich, genau dann, wenn ck k in n p rekursiv. Jetzt, ich werde das nicht im Detail beweisen, weil es ein bisschen rechnerisch ist, sondern nur die Idee geben. Das ist jetzt nicht sehr spannend. Naja, die Richtung ist relativ einfach. Wenn das d endlich ist, dann haben wir eine Differentialgleichung. Y von x d endlich folgt y von x erfüllt lineare Differentialgleichung. Und jetzt setzen wir einfach ein und machen Koeffizientenvergleich. Einsetzen der potenzreihen Entwicklung und Koeffizientenvergleich. Liefert die gewünschte Rekursion. Das ist wirklich billig. Zurück ist es ein bisschen trickier. Da gebe ich nur den Trick an. Wir haben also diese Koeffizienten QI von T. Schreibe die Koeffizienten QI von T der linearen Rekursion als Linearkombination von. Ja, und dann nimmt man jetzt die fallenden Fakultäten. T plus I hoch J. Ja, was ist das? Ich weiß nicht, ob das schon aufgetaucht ist. Es ist T plus I minus 1 bis T plus I minus J plus 1. Vielleicht habt ihr die in der Kombinatorik gesehen, fallende Fakultäten. Manchmal sagt man auch Bochhammer-Symbol dazu. Die bilden eine Basis aller Polynome. Und wenn man das mal so geschrieben hat, kann man relativ schnell die Differentialgleichung rekonstruieren. Und rekonstruiere daraus eine lineare DGL, die von yx erfüllt wird. Ja, und was verwendet man hier, um das nur anzudeuten, warum das funktioniert? Verwende, naja, dass wenn wir x hoch k j mal ableiten, dann erhalten wir gerade k j unterstrichen mal x hoch k minus j. Und wenn man das eben so schreibt, dann kann man das rekonstruieren.
Ja. Das hier ist ein K-fallende Fakultät von J. Ihr findet den Artikel von Stanley leicht, wenn ihr einfach googelt. Ich kann ihn euch auch gern schicken. Gut, das ist diese Äquivalenz. Und jetzt noch ein paar Bemerkungen zu diesem Thema. Die Summen und Produkte von d-endlichen Potenzreihen sind wieder d-endlich. Summen und Produkte von d-endlichen Potenzreihen sind wieder d-endlich. Das haben wir analog wie bei den algebraischen Funktionen gehabt. Das heißt, sie bilden eine Algebra. Sie bilden also eine K-Algebra. B, sie sind nicht abgeschlossen bezüglich Komposition. Nicht abgeschlossen. Also die bleiben nicht d-endlich bezüglich Komposition. Wer das Hadamard-Produkt kennt, sie sind abgeschlossen bezüglich dem Hadamard-Produkt, aber brauchen wir hier nicht. Aber Komposition von d-endlich Potenzreihe mit algebraischer Potenzreihe ist wieder d-endlich. Ja, also wenn man in eine d-endliche Potenzreihe eine algebraische einsetzt, dann bleibt sie d-endlich. Und dann haben wir im Abschnitt über die algebraischen Potenzreihen haben wir einen kurzen Ausflug zu den Diagonalen von rationalen Funktionen gemacht. Diagonalen von rationalen Potenzreihen sind immer d-endlich. Algebraisch stimmt das nur, wenn man rationale Potenzreihen in zwei Variablen nimmt. Ja? Also etwa, berühmteste Beispiel, die Diagonale von 1 durch 1 minus x minus y minus z in drei Variablen. Ja, wir nehmen hier die Potenzreihenentwicklung und nehmen dann nur die Koeffizienten, die dreimal den gleichen Index haben, ist d-endlich, aber transzendent. Ich erinnere hier, wenn wir also c i, j, k, x hoch i, y hoch j, z hoch k haben, dann ist die Diagonale davon definiert als die Summe c, i, x hoch i. Da gibt es viele Arbeiten drüber, auch in der Computeralgebra und in dem symbolischen Rechnen wird das sehr viel behandelt, das geht total in die Kombinatorik hinein. Aber wir machen das hier mehr von einem algebraischen Standpunkt. Gut, jetzt haben wir, ein bisschen was kann ich noch machen. Jetzt können wir den Zusammenhang zwischen algebraischen Potenzreihen und d-endlichen untersuchen. Und da gibt es einen Zusammenhang, der aber nicht offensichtlich ist. Und das geht wie folgt.
folgender Satz. Dieser Satz wurde sehr oft von verschiedensten Leuten bewiesen. Eins der ersten Zitate ist Abel, 1827. Aber dann gibt es auch einen gewissen Kockel, 1860. Einen Herrn Harley, 1862. Und so weiter. Immer wieder wurde das bewiesen. Und die Aussage ist die folgende. Wir nehmen jetzt K gleich C. Y und X aus C, X. Dann gilt Y und X algebraische Potenzreihe impliziert Y von X D endlich. Das ist relativ interessant. Ich betone noch einmal, warum das interessant ist. Algebraizität ist nichtlineare Bedingung. Aber ohne Ableitungen, ohne Differenziation. Zudem, wenn wir das Minimalpolynom haben, das Minimalpolynom P von xy, von y von x, hat in Cx nur endlich viele weitere Lösungen, Nullstellen. Nämlich die konjugierten von y und x. Per Definition, die heißen die konjugierten. Die müssen nicht unbedingt Potenzreihen sein, aber manche können es sein. Die D-Endlichkeit, ist eine lineare Bedingung. Das heißt, wir verwenden nicht Potenzen von y mit Differenziation. Und die lineare DGL, die hat jetzt nicht nur endlich viele Lösungen, sondern sie hat sogar einen ganzen Vektorraum von Lösungen. Hat einen C-Vektorraum von Lösungen. Also unendlich viele. Wir sind also in ganz verschiedenen Situationen und die eine impliziert die andere. Ja, wir gehen also von einer nichtlinearen Beschreibung über auf eine lineare Beschreibung. Okay. Und das ist noch ziemlich mysteriös. Ja. Da gibt es berühmte Vermutungen. Ein großes Problem, das eigentlich noch immer ungelöst ist. Problem. Charakterisiere die Differentialgleichungen, die von algebraischen Potenzreihen erfüllt werden. Charakterisiere die, und ich schreibe dazu, minimalen DGLs, die von algebraischen Potenzreihen
erfüllt werden. Dazu gibt es Arbeiten, gibt es sehr viele Arbeiten. Eine ganz berühmte ist etwa von Schwarz, 1873, glaube ich, für hypogeometrische Weiden. Vielleicht habt ihr in der Kombinatorik etwas über hypergeometrische Reihen und Differentialgleichungen gehört. Von der Ordnung 2. Das ist eine ganz berühmte Arbeit, wo er eine Liste aufstellt, wie diese Differentialgleichungen ausschauen. Ja, also D endlich ist allgemeiner als algebraisch, insbesondere kriegt man hier nur gewisse Differentialgleichungen. Ja? Wir werden dann ein Beispiel sehen, im ganz ein einfaches Beispiel, wo wir die Differentialgleichungen explizit beschreiben können. Ach, das könnt ihr ja nicht jetzt gleich machen, weil wir eh nicht mehr so viel Zeit haben und es eigentlich nicht viel Sinn macht, den Beweis des Satzes anzufangen. Ich werde zwei Beweise geben. Der eine ist rein fast rechnerisch. Verwendet aber doch ein paar Tricks aus der Algebra. Und der zweite, der viel mehr Informationen liefert, der verwendet Galois-Theorie. Wo habe ich mein Beispiel? Wir nehmen eine Differentialgleichung her. Ja, ich gebe nur ein Beispiel an. Es kommen dann noch mehr später, aber das ist einmal schon recht interessant. Wir nehmen R von x in Cx rationale Funktion. Quotient von zwei Polynomen und wir betrachten eine ganz einfache mit Differentialgleichung y' gleich r mal y. Das ist linear in y mit Differentialgleichung von Ordnung 1. Ja, die Ordnung einer Differentialgleichung ist der Grad der höchsten Ableitung. Ja, das kann man natürlich auch so schreiben. Also y' durch y gleich r oder log y' gleich r und damit Lösung. Die Lösung schreibe ich jetzt immer mit yx gleich exp von r von x. Wobei Groß R Stammfunktion. Von klein r ist. Das sagt uns jetzt noch nicht sehr viel, aber jetzt kommt was Interessantes. Schon in diesem Beispiel. Wenn wir jetzt annehmen, dass unsere Lösung ganzzahlig ist, und ich erinnere daran, die algebraischen Potenzreihen, die sind mehr oder weniger ganzzahlig. Ja, hier sind wir, die Koeffizienten, alles spielt sich über den rationalen Zahlen ab. Ist y von x, diese Lösung hier, in zx ganzzahlig, so ist, das ist ein gewissen Sinn, ein Gegenstück zum Satz von Eisenstein, wenn diese Lösung hier ganzzahlig ist, also kein Logarithmus beispielsweise oder sowas, oder keine Exponentialfunktion, das kann sich ja hier aufheben, das Exponentialfunktion, so ist y von x b
bereits algebraisch. Und zwar genauer. Und zwar y von x ist eine n-te Wurzel aus einer rationalen Funktion. Und das passiert genau dann. Und dann ist die Differentialgleichung von einer besonderen Gestalt. Hier kann man charakterisieren, wie sie ausschaut. Sie schaut nämlich aus m sx y' gleich s' von x mal y für ein s von x Polynom, glaube ich sogar. Qx. Okay. Das heißt, wenn man das umschreibt, steht hier my' gleich s' durch sy. Und das wäre dann entsprechend, das r wäre dann definiert. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, 5 Minuten. Ich glaube, ich mache das andere Beispiel mache ich jetzt nicht mehr. Das kann sein, es kann sein, dass das Minimalpolynom sehr einfach ist, aber die lineare Differentialgleichung extrem kompliziert. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass die Differentialgleichung ganz einfach ist und das Minimalpolynom kompliziert. Alles taucht auf. Gut, nächste Woche, das wird das Finale sein, beweisen wir diesen Satz. Das wird nicht nur den Dienstag, sondern auch einen Teil vom Mittwoch beanspruchen. Dann kommen noch ein bisschen Bemerkungen und Beispiele und dann sind wir im Wesentlichen durch. Okay. Das war's für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit, eure Interesse. Wir sehen uns noch teilweise im Proseminar. Ansonsten eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.